Was ist das denn für ein genialer Rauch, der gefunden wurde? Außerdem ein paar weitere Dinge im neuen Update. Gutscheincodes, ein Event in der Türkei, wo ich einen Bonus besonders interessant finde und mehr. Starten wir mal rein. 6 Jahre Pokémon Go. Gestern wurde auf Social Media ein bisschen was gepostet. Alle paar Likes ist ein neues Bild aufgetaucht, wo dann mehr Pokémon erschienen sind. Und ganz am Ende hat Glurak eine fette Torte mitgebracht, wo ganz klein ein Gutscheincode draufgeschrieben stand. Der war leider relativ schnell wieder weg. 6000 Mal konnte man den einlösen. Da waren 6 Bälle drin von jeder Sorte. Ein Rauch, eine Brutmaschine und ein Lockmodul. Müsst ihr nicht eingeben, ich wollte nur zeigen, was man da vielleicht ab und zu mal bekommen kann. Pokémon Go, 6 Jahre nach Release, nun auch auf Türkisch verfügbar. Hat echt nicht lang gedauert. Und in der Türkei gibt es jetzt eine befristete Forschung. Da dreht sich alles. Überraschung um die Starter der ersten Generation und Pikachu. Aber eine Sache, die will ich hier rausheben. Aus der Türkei schauen mir relativ wenige Leute zu. Doch das hier finde ich interessant. Wenn man mit anderen Trainern spielt, dann tauchen Bisasam, Glumanda, Shiggy und Pikachu rund um einen herum auf. Entweder der Text ist einfach nur sehr seltsam geschrieben und das soll bedeuten, ja, wenn man mit anderen Leuten spielt, tauscht oder so, dann bekommt man als Quest-Belohnung diese Pokémon. Oder aber, das ist irgendein neuer Event-Bonus, der hier in der Türkei getestet wird. Stellt euch mal vor, beim Community Day, nach jeder Interaktion mit einer Person in der Nähe, tauchen mehr zusätzliche Pokémon mit erhöhter Shiny-Chance drumherum auf? Keine Ahnung, fand ich irgendwie interessant und das wollte ich herausheben. So, Achtung, alles was nun folgt, da wird wieder der Spekulatius eingeblendet von der Jahreszeit. Noch nicht so passend, doch was muss, das muss. Also, wurde in den Game Master Dateien im Update im Code gefunden, muss nicht kommen. Doch sehr viele Dinge aus der Vergangenheit haben gestimmt. Neue Möglichkeiten in der Pokémon Box rumzustöbern. Und zwar einerseits mal nach Hisui, vielleicht kommt da wirklich bald was auf uns zu. Und nach Angriff, Verteidigung, KP, IV. Wie genial wäre das denn? Da kann man zum Beispiel, wenn man nur die mit 15 Angriff haben möchte, danach suchen. Oder für die Go-Kampfliga, welche mit geringem Angriff. Zum Beispiel, man gibt ein Attack oder Angriff 0 bis 5 oder bis 5, minus 5 sollte reichen. Das wäre richtig genial. Außerdem wurde die Spezialattacke von Giratina hinzugefügt. Mal schauen, was das zu bedeuten hat. Und nun mein persönliches Highlight. Rauch. Neuer Rauch. Und zwar Daily Adventure, das tägliche Abenteuer. Dazu wurde richtig viel gefunden. Und das hört sich so an in der Art, also man kann zeigen, was hat man an dem Tag geschafft. Wie viele Kilometer oder welche Distanz hat man zurückgelegt? Wie viele Pokémon hat man gefangen? Und dann gibt es so einen Recap-Screen, einen Rückblick auf den jeweiligen Tag. Den kann man teilen, vermutlich so auch auf Social Media, irgendwie in der Art. Und im Zuge dessen gibt es irgendwie diesen täglichen Abenteuerrauch. Und da gibt es auch eine Nachricht, wo dann dran steht, du hast noch immer Zeit, heute deinen täglichen Abenteuerrauch zu verwenden. Vermutlich so eine kleine Erinnerung, vergleichbar damit, wenn man gerade kein Ei ausbrütet. Da wird man auch darauf hingewiesen. Und ich muss sagen, da hätte ich echt Bock drauf. Ich will mal kurz die anderen beiden Rauch-Icons einblenden. Den normalen grünen und dann den Event-Rauch in Orange. Das sind keine unterschiedlichen Items, sondern immer bei einem Event färbt sich der Rauch ein. Und offenbar hat man sich da schon früh andere Versionen von Rauch überlegt, denn bei diesem kleinen Knopf, da gibt es so einen gelben Punkt und der ist bei jedem Icon an einer anderen Stelle. Das finde ich echt cool gemacht und ich hoffe, das ist ein geniales neues Feature, welches uns alle motiviert, am Tag ein bisschen was zu machen und zusätzlich belohnt zu werden vielleicht. Dann wieder ein bisschen was zu den Routen, wo man schon so lange so viel gefunden hat, aber da ist noch immer nichts da. Irgend so ein neues Feature eventuell und da gibt es Stempel dazu. Die Farben stimmen bestimmt nicht, die werden im Spiel dann irgendwie eingefärbt von den Startern plus Pikachu. Außerdem die Sticker zum Staralili Community Day.
die sind auch schon aufgetaucht. So, weiter geht es. Ja, die Fernraids. Irgendwann wird's passieren. Man wird weniger Schaden aus der Ferne austeilen vermutlich. Und bisschen als Vorbereitung dazu und dass man auch die Fernraids von normalen Raids ein bisschen abkapselt, gibt ja auch die Bonus-Raid-Stunden nach dem Community Day, wo man eigentlich nicht aus der Ferne mitmachen kann, doch Einladungen trotzdem verschicken kann, was nicht so sein sollte, glaube ich mal. Und jetzt wird hier oft unterschieden. In-Person, der Button, In-Person-Beschreibungstext, dann Raid-Schwierigkeit sogar, eben aus der Ferne vermutlich schwieriger, wie auch immer. Und vermutlich, vielleicht hoffentlich auch direkt eine Fehlermeldung, hey, du kannst hier die Einladung nicht rausschicken, weil annehmen kann man sie sowieso nicht. Man kann zwar aus der Ferne einladen, bei Raids, wo man nur in Person kämpfen kann, doch beitreten kann man dann nicht. Und das ist, ja, irgendwie etwas verwirrend. Eine Möglichkeit, wie man vielleicht die Grafiken, Modelle und so weiter direkt von zu Hause aus mit WLAN runterladen kann, dass man nicht mit begrenztem Datenvolumen draußen sehr viele Megabyte hat. Das wäre eine feine Sache, wenn das mit irgendeinem Update kommen sollte. Und jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten. Einerseits mal Generation 8. 8a, Hisui. So, dann Pokécoins Sprite, eine Grafik für Pokémünzen. Und zwar wurde das gefunden im Zusammenhang mit Feldforschungen. Halten wir unsere Erwartungen niedrig? Wer weiß, aber Feldforschungen, die Pokémünzen geben, das wäre genial. Bestimmt keine, die man einfach so farmen kann, da davon würde ich ausgehen wie ein Lichtel von einem Windstoß, doch vielleicht bei irgendwelchen limitierten Feldforschungen, gesponserten Pokéstops, irgendwie sowas in der Art. Und dann eine Sache, die wir schon länger mal besprochen haben, eine Möglichkeit, dass man Geschenke öffnen kann, auch wenn man ein volles Inventar hat, dass man zumindest den Sternenstaub bekommt und die Interaktion durchführen kann, auch wenn der Beutel voll ist. So, und dann mit dem neuen Update, wer es denn schon haben sollte, so wird es dann anscheinend in den Einstellungen aussehen. Man kann die Benachrichtigungen einzeln deaktivieren oder aktivieren. Auch die In-Game-Notifications. Möchte man über Raids in der Nähe benachrichtigt werden? Möchte man, dass die Feldforschungen zusammengefasst werden und dass dann steht, 3 Feldforschungen, bla bla bla? Oder jede einzeln, dass man weiß, was ist da gerade passiert, was muss man machen? Das sind echt ein paar feine Quality-of-Life-Verbesserungen. Der Schilling, Alter. Und weil ich am Anfang über einen Gutscheincode gesprochen habe, dachte ich mir, das passt ganz gut. Vielen Dank an Zero of Time. Glückwunsch, du hast dein Angebot erfolgreich online eingelöst. Jo, der hat mir ein paar Gutscheincodes gegeben. Der hat nämlich einige... Wie viele sind da drin? Ein Sonderbonbon. Der hat nämlich einige Packs und Editionen geöffnet von der neuen Pokémon Go Edition. Vielen, vielen Dank. Grüße und Shoutout an The Zero of Time. Aber bitte bettelt ihn nicht an, dass er euch auch irgendwelche Codes gibt. Eine Lade-TM, eine goldene Chimibäre und 5 Hytera-Sticker. Und nächster Code, Abfahrt. Glückwunsch, du hast dein Angebot erfolgreich online eingelöst. 5 Hypertränke, 5 Nanabären und 5 weitere Sticker. Nebenbei möchte ich passend dazu eine kleine Statistik von Stadium Gaming einblenden. Die haben eine Brutmaschine, okay. Die haben auch einige geöffnet. Und hier so prozentuell, was haben sie wie häufig bekommen? Noch eine Brutmaschine. Ich rieche da ein neues Ei-Video. Kann das sein? Das nächste Ei-Video wird Ihnen gesponsert von The Zero of Time. Okay, noch Bananabären und immer schön die Sticker. Jetzt aber die Avatar-Items, oder? Gönn rein. Moment. Der Code ist invalide. Habe ich mich vertippt? Ja, in der Tat, ich habe mich vertippt. Nun funktioniert's aber. Und nochmal die Nana-Bären. Da wird fleißig in die Arena reingefüttert. Jetzt, ich spür's, die Avatar-Items kommen. Das sind's jetzt. Nö, nicht ganz, aber der Stick ist auch genial mit Glutexo und ein paar Himibären. So, 2 habe ich noch. Eventuell haben wir Glück. Nummer 1. Nö, Bisaknosp. Und das Beste kommt zum Schluss, würde ich mal sagen. Da ist es auch schon. Meltan. Und eine Sofortterm. Und wie viele silberne? Eine silberne Sananabeere. Ja, kann man mal machen. Na gut, dann würde ich mal sagen,
soll es das jetzt hier für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Kennt ihr das, wenn ihr glaubt, das Video ist schon zu Ende, doch in Wahrheit blendet der Schilling dann noch 14 andere Gutscheincodes ein? Ich habe 24 von Dario bekommen und ich konnte es nicht übers Herz bringen, mir alle alleine zu gönnen. Deshalb 10 habe ich eingelöst, 14 hier für euch. Abfahrt. Dankeschön an The Zero of Time. Danke fürs Zusehen und jetzt geht's aber wirklich beim nächsten Mal weiter.